Werte Gäste, willkommen zur ersten Sitzung von Tom und Magnus reden über Gott und die Welt im neuen Jahr mit Magnus neuem Mikro in Magnus altem Zimmer. Im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Mit neuem Tom. Mit Nevermind. dem gleichen Tom. Wir haben tolle neue Themen für euch im neuen Jahr mit einem neuen Podcast und in neuer Qualität hoffentlich. Und wir fangen direkt an mit Lumenbändern. Lumenbändern, Auch es so ein sagt mir Flashback-Thema. Ich habe absolut nichts. in Ach so, den. doch, Lumenbändern, das, woraus man die Armbänder machen konnte. Aha. Ah. Habe ich gesuchtet, hatte ich hatte so einen ganzen Kasten mit Lumenbändern Ich und so habe ein neulich mal drüber Strickgerät gehabt. nachgedacht. Das war ja auch so ein kurzer Trend und dann war es irgendwie wieder weg. Es war ein relativ langer Trend, das haben relativ lange sehr viele Leute gemacht und es sah auch cool Ja, aus, gut. aber So verglichen mit anderen Trends, so zum Fidget Spinnern zum Beispiel. die Aber. waren noch schneller weg, habe ich das Gefühl Was gehabt. so Lumenbänder? Es war halt. Es war aber Dafür, cool. dass es so. Es war sehr So Anfüttern meditativ. von Häkeln ist gefühlt, Ja. so eine Einstiegsdroge zum Häkeln und Stricken und so. Es war aber cool, ganz ehrlich. Mir hat es gefallen, Lumenbänder. Ja, es war ein cooler Trend. Wir hatten mal so eins, das über einen halben Schulhof ging, als ich in der Grundschule war. Die Sache ist, hab immer Armbänder draus gemacht, aber ich habe das irgendwie nicht vertragen. Ich habe immer übelsten Ausschlag Aber gekriegt, so wenn lange es ist zu es halt auch dünn schon lief. her. Ich war da noch in der Grundschule. Ja, same. Weil ich bin ja schon länger nicht mehr in der Grundschule. Ich hab's erst nicht verstanden. Ich habe den Trend erst nicht kapiert. Weil ich keine feinmotorischen Fähigkeiten habe. Ich war bei dem Trend von Anfang an voll dabei. Ich fand das richtig geil. Ich habe das richtig gesuchtet. Aggressiv. Ich habe mich hingesetzt und habe da Bänder gemacht. War Ich habe mir nice. dann irgendwann von einer Freundin zeigen lassen, wie das eigentlich geht. Und dann hatte ich auch ein paar Lumenbänder. Wir haben bestimmt auch noch so kleine Gummis zu Hause liegen, so eine ganze Schachtel voll. Ja. Weil, wann sollen wir die jemals verarbeitet haben? Hab ich komplett vergessen, dass es das gab. Wirklich. Hat ja jeder gemacht. Das ist halt so mit Trends. Sie sind überall. Und dann nur ein Jahr oder zwei später sind sie halt nirgendwo mehr. Es ist ein bisschen verstörend fast, wenn man drüber nachdenkt, wie schnell was komplett vergessen werden kann. Also Fidget Spinner hatte ja jeder dann irgendwie gehabt. Und ich hatte so einen goldenen gehabt, so einen regenbogenfarbenen. Also der klassische Fidget Spinner waren ja diese drei Ecken an den Seiten, die sich dann so gedreht haben. Und gab es ja noch alle in verschiedenen Formen, so runde und was weiß ich Es gab nicht so alles. gefühlt Shuriken Fidget Spinner. Ja, ich hatte so einen Shuriken Fidget Du Spinner. hast auch Shuriken normal an der Wand Ja, hängen. es ist eine gute Deko. Leute, Ist eine gute Deko. hängt euch Wurfstellen an die Ich Wand, das ist kannte mal wichtig. jemanden vom Karate aus, bei dem war ich zu einem Geburtstag, der hatte einen Eispickel am Kopfende von seinem Bett liegen, falls ihn jemand überfällt. Aber warum geht denn genau ein Eispickel? Ein Messer hätte es doch auch getan oder Weiß nicht, weil sowas. der war in der Bergwacht, also ich nehme Ach an, von daher so. hatte er einfach einen Eispickel, aber. Sehr gut. Ja, ich habe mir Weil überlegt, ich weiß noch. nicht, gegen wen er sich damit verteidigen wollte. Vielleicht Kommunisten. Vielleicht wollte er einfach nur Trotzki abwehren. Es gab zu viele Fidget Spinner Challenges auch. Das war ja so die Zeit, wo Stimmt, es so haben. dieses 1000 Grad Messer und so auch Oh, ja. übelst groß waren auf YouTube. Und da gab es so 1000 Grad Fidget Spinner gegen meine Mutter. Oh ja, oder sowas, ja, stimmt. One Bucket of Lava versus Madden oder so ein Scheiß, ja, stimmt. Das war ja richtiger Trash-Content eigentlich, so richtiger Ja, stumpfer, es stumpfe war einfach Unterhaltung. nur Clickfarm. Es war einfach so, ich will wissen, was passiert, wenn man Lava auf eine Melone schüttelt. Okay, aber das ist dann schon wieder, das verstehe ich dann schon wieder, weißt du? Aber Weil, da war wenn auch ich dieser die Möglichkeit Fischtrend. dazu hätte. Genau zu diesem Zeitpunkt war auch dieser Fischtrend, wo irgendwelche Leute Fische aus Matschlöchern Du gezogen hast haben. mir davon erzählt und ich wusste nicht, was du damit meinst. Es waren Leute, die haben Fische und andere Tiere aus Löchern gezogen. Ach, erinnerst du dich an den Weil Trend sie in Cola oder so einen Scheiß reingeschüttet haben. 2021 oder so, als alles Kuchen war? Was? Als Ach, Leute diese ganzen stimmt! Videos gemacht haben, wo sie Sachen aufgeschnitten haben und es war Kuchen? Ja! Was war das? Was war das? Keine Ahnung, das war irgendwie so ein Warum Glitch in war der das? Matrix. Das ist. Warum erzählt sich das jedes Ich weiß Mal? es nicht, das ist irgendwie ein Hast du Bug. jemals versucht zu lernen, wie man das Ich kann das Force-Theme spielen. auf der Ich kann das Trompete spielen, ja, damit Oh, habe ich es es ja ist sehr, gelernt. sehr cool. Das ist aber, das war generell sowas, wo Leute einfach extrem viel Mentos und Cola und Fanta in Löcher geschüttet haben. Warum ist diese Fanta so sündhaft orange? Holy fuck. Das ist immer dieser eine Asiate, der da irgendwie Zeug reingeschüttet hat in irgendein Loch und dann kam da so Sachen rausgekrochen, so ein Krokodil oder so ein Scheiß. Das ist dann irgendwie gefarmt und Oh, mitgenommen. da ist eine Oder eine Schlange. Schlange oder so. Der hat einfach nur Sachen in Erdlöcher gesteckt und hat da Fische rausgeholt. Guck! Das meinte ich, das war aber auch irgendwie so ein 2017-Ding. Warum haben wir gerade über Fischlöcher geredet? Trends. Ach Blumenbänder! so, ja. Das ist halt auch irgendwie so zur Zeit, also das habe ich so mitgekriegt in so den letzten paar Monaten, ist das irgendwie so ein Trend, diese Es irgendwie Langeweile-Zeug, schon, es ist so. so. Also teilweise kriege ich da so Werbung oder irgendwelche Produktplatzierungen für irgendwie so
Magnetzeugs, was du einfach nur auseinander und wieder zusammen machen kannst, so was dich ablenkt oder so. Ja, Das das, ist. aber es ist halt auch, irgendwie ist auch Häkeln in letzter Zeit so ein bisschen zum Trend Häkeln. geworden. So Okay. Häkeln und Stricken, so Stoffarbeit Das halt. ist cool, wenn es Leute machen, die, von denen man es überhaupt nicht denkt. Zum Beispiel, ich liebe dieses Valorant Omen Banner, wo Omen einfach strickt. Das finde ich wunderbar. Ich finde es aber entspannt, es ist so mit dem Bonsai-Baum auch, der liebt das einfach, er entspannt sich Ja. einfach, er chillt. Häkeln würde ich bei einem glatzköpfigen, breiten Bodybuilder mehr supporten wie bei einer Oma. Ich finde, ab einem gewissen Alter Sollte sollte man mal man häkeln, einfach, ja. ja, sollte man häkeln oder Häkeln irgendwas oder anderes stricken, machen, was einfach nicht ja. zu dem passt, wie du aussiehst, weißt du? So, wenn ich Arnold Schwarzenegger sehen würde, wie er so an so einer Nähmaschine sitzt und irgend so einen Stoff zusammennäht, ich denke, das würde mir gefallen. Sehr allein bizarr, dass So er eine Decke für seinen diesen Esel oder Esel so. hat. Ja, genau. Wie für so Lamas, so ein Teppich auf seinen So Esel ein legen. Eseldecke, ja. Ich glaube, sein Esel hat sogar so eine Decke. So viel zu Loombändern. Ich habe gar nicht so viel Interessantes dazu zu sagen. Ist mir nur neulich mal eingefallen, dass es das hier auch noch gab. Los geht's, wie immer, mit den Aufwärmthemen. Mir ist gerade spontan eins eingefallen, als ich Soos gesagt habe. Ich wollte mit dir ganz kurz gerne über YouTube Kacke sprechen. Das ist so ein bisschen so eine verlorene Kunst, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nicht up to date bin, nicht mehr modern, nicht mehr hip, aber ich weiß nicht, ich sehe keine YouTube-Kacke mehr. Sam, war irgendwie so ein 2017-Ding, habe ich das Gefühl, wie alles andere auch. Aber prinzipiell, ja, ist irgendwie weniger geworden. War ja sehr großes Genre eigentlich zwischendrin. Also es gibt ja ein paar Leute, die machen das noch, aber wirklich nur noch vereinzelt. Es ist halt so eine verlorene Kunstform, so eine verlorene, vergessene Tradition. Weil YouTube-Kacke gibt es ja schon quasi fast seit es YouTube gibt. Und in Deutschland war es dann halt ja richtig groß um 2017 rum und dann nicht mehr. 2017 waren dann auch diese ganzen, 2017, 2018, diese ganzen Leute, die YouTube-Kacke von irgendwelchen Let's Playern gemacht haben. Was so weird ist, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt. Prinzipiell denke ich einfach, es liegt daran, weil Content auf YouTube sehr viel aufwendiger und skillvoller geworden ist, als es früher war. Also, das ist halt insane. Früher konnte man halt irgendeinen Scheiß auf YouTube hochladen, es hat Klicks gekriegt. Heute ist es halt wirklich eine halbe Okay, aber Filmproduktion. niemand wird jemals Hi Dad, das ist ein Hi aus meinem Tennisverein übertreffen. Das stimmt. Warte, das gucken wir uns mal ganz kurz live an. Als Live-Reaktion. Ich verlinke das dann im Video. Schatz, wir haben gerade 5 € bei der Stromrechnung gespart. Ist halt so stumpf, der Humor. Ja. Das ist so charakteristisch. Es ist wie, als würde ich eine Folge Family Guy gucken im Prinzip. Ein ferngesteuerter Fernseher. Es ist. Du Keck. Alles, aber dazu muss man auch sagen, diese Werbung-Kacke ist so gut, weil die Werbung sind so schon Ja. scheiße. Oh. Ich glaube, das ist auch so charakteristisch für ihr YouTube-Kacke, dass sie halt wirklich keine Grenzen kennt von was korrekt ist und was Ja, nicht. das stimmt schon. Oh, das kenne ich mit dem Aktimel. In einer Studie einer Das renommierten war. europäischen Universität wurden zwei Gruppen für mehrere Wochen misshandelt. Eine Gruppe trank Actimel, Die die andere andere Gruppe Gruppe nicht. nichts. Die Gruppe ist gestorben, die Actimel-Gruppe nicht. Diese und andere Dokumente Studien zeigen nichts. Anna, ich war in der Actimel-Gruppe. YouTube-Kacke ist schon was Das ist Wildes. Das schon ist bizarr, verlorene ja. Internetkultur, Das finde ist, ich. ja, Weißt das du, stimmt schon. es gibt kein heutiges wirkliches Äquivalent dazu. Ich glaube, die Leute, die so auf TikTok aufwachsen und nicht auf YouTube, die haben das verpasst. Ja, ich habe mich jetzt auch von TikTok getrennt. Ich bin seit 2 Monaten TikTok frei und ich vermisse es nicht, ganz ehrlich. Wobei es auf TikTok ein sehr witziges Video gibt, was ich dir mal bei Gelegenheit schicken muss, aber ich weiß nicht, wie ich YouTube-Kacke beschreiben soll. Es hat sich halt auch über Zeit auch so stark verändert. Weißt du, so die YouTube-Kacke, die ich zuerst gesehen habe, als ich meine ersten Tage auf YouTube verbracht habe, war sowas wie Caillou-Verarsche, weißt du? Ja, das ist wild. Wie viele Also, obszöne Begriffe ich von Caillou-Verarsche kenne. das habe ich definitiv nicht getan. Ich habe YouTube-Kacke eher weniger geschaut. Ab und zu mal, aber Ja, es ging es halt macht halt auch sehr viel Arbeit. so von YouTube-Kacke zu Werbung verarschen, was irgendwie aus irgendeinem Grund an einem bestimmten Punkt in der Zeit sehr, sehr viele Zuschauer gekriegt hat. Alle haben es gemacht. Selbst Rute hat Cartoons dazu gezeichnet, wo er Werbung verarscht hat. Und dann waren es diese Let's Plays, die Leute zusammengeschnitten haben, weil einer von denen, glaube ich, recht groß geworden ist und dann haben es halt Leute auch machen wollen. Und
Mittlerweile ist es relativ verschwunden. Ich habe auch mal auf einen von diesen Let's Play Edit Kanälen geguckt, da ist seit 2020 nichts mehr hochgegangen. Passiert, Zeiten ändern sich. Ja, weißt du, das ist so, glaube ich, was ich, wenn ich jemals Enkel habe, das ist so, was ich meinen Enkeln erzähle. Weißt du, wie Leute von heute so sagen, Oh, ja. ihr wisst nicht, wie das damals war. Früher gab es noch YouTube-Kacke. Als ich jung war, gab es noch richtige Kacke. Auf YouTube. Aber die wissen dann gar nicht mehr, was YouTube ist. Das ist, weißt du, das ist wie die Leute, die noch die MDR Thüringen hören. Ja, wahrscheinlich Das wird ist so ein dann alte Leute-Sender. YouTube irgendwann sowas wie die ARD-Mediathek, oder so richtiges alte Leute-Fernsehen. Oh, das ist auch ein gutes Thema, weil ich hatte Freitag wieder Info. Und der Inforaum in unserer Schule in der oberen Etage fällt aus Dieses Angeln, Riesenloch in der aus Wand. allen Angeln. Da ist einfach ein riesiges Loch in der Wand. Also die PCs funktionieren teilweise mäßig. Es ist ein Loch in der Wand. Die Das ist PCs einfach. sind langsam, wenn sie funktionieren. Die Leinwand, die da hängt, hat nicht das richtige Format für den Beamer. Die Leinwand ist 4 zu 3, der Beamer ist 16 zu 9. Die Drucker in beiden Räumen sind verbunden. Du kannst mit den Computern im Raum unten den Drucker oben ansprechen, was sehr oft passiert. Das heißt, oben wird dann einfach irgendwas ausgedruckt, was unten jemand drucken will. Das pisst alle Infolehrer an. Die Infolehrer können nichts daran ändern, weil das Medienzentrum Admins hat und sie dürfen keine Admins sein. Eine sehr frustrierende Situation. Aber schlimmer ist wirklich dieses Loch in der Wand, was von Tag zu Tag größer wird, habe ich das Gefühl. Also am Anfang war das ja wirklich nur so ein, keine Ahnung, so ein besenstielbreites Loch und jetzt ist es einfach ein riesiger Krater in der Herr Wand. muss neulich auch einfach drangegangen sein, mal dran geklopft haben oder so, und ist was rausgefallen. Ja, da Warum er unten das gemacht hat, weiß liegt ich ein nicht. riesiger Stein vor dem Loch, also ich schätze mal, das ist da rausgefallen. Vielleicht hängt da irgendwo in der Wand so eine versteckte Schatzkarte drin oder so. Oh, das wäre wild. In den 215 ist der PC nicht verbunden mit dem Beamer, sondern mit einem Bildschirm im Lehrerzimmer nebenan. Wie das überhaupt passiert, ist mir völlig unklar. Ein Thema von mir, Neujahrsvorsätze. Was ist dein Vorsatz fürs neue Jahr gewesen? Ist ja die erste Folge jetzt im neuen Jahr. Was ist so dein Vorsatz gewesen? Mein Vorsatz war eigentlich viel früher aufzunehmen, aber das haben wir halt nicht geschafft. Neujahrsvorsätze sind generell sehr weird, weil 90% von Leuten, die sich Neujahrsvorsätze machen, halten sich nicht dran. Ja, es gab wohl Studien dazu, aber soweit ich weiß, haben die Daten ergeben, dass die meisten Leute ihre Vorsätze schon in den ersten 2 Wochen aufgeben. Mein Ziel, also nicht mein Vorsatz, sondern mein Ziel für dieses Jahr ist es, meinen Führerschein zu machen. Das wäre sehr wichtig und möglichst die Schule nicht komplett zu verkacken. Generell mal irgendwie produktiver werden. Ob ich das schaffe, ist die Frage. Aber ist auf jeden Fall was Machbares, würde ich sagen. Vorsätze sind halt sowas Seltsames. Weißt du, es ist sowas, von dem jeder weiß, dass es nicht effektiv ist und trotzdem haben viele Leute das Gefühl, sie müssen es machen, einfach aus Gruppenzwang quasi. Und Ich ich meine, finde. es ist gut, sich ein Ziel zu setzen, aber dann sollte man sich vielleicht auch an das Ziel halten, so ein bisschen. Ja, es wäre vielleicht gut, wenn sich Leute realistischere Vorsätze setzen oder halt einfach nicht mitreißen lassen von dem Vorsatzwahl und sich erstmal überlegen, was sie eigentlich machen wollen mit dem Jahr. Aber ich habe sonst keine großen Vorsätze für dieses Jahr. Ich lasse einfach, glaube ich, dieses Jahr erstmal alles auf mich zukommen und hoffe, dass ich das Jahr einigermaßen überlebe. Guter Plan, würde ich sagen. Ich habe noch ein kurzes Aufwärmthema. Ich wollte mit dir über Peter und der Wolf sprechen. Peter und der Frag mich Wolf. nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Manchmal fallen mir einfach Sachen aus meiner Kindheit ein und dann schreibe ich sie auf die Liste und denke mir, ach, wir werden schon was dazu sagen können. Peter und der Wolf muss ich eigentlich immer direkt an so Liedanalyse denken in Musik. Peter und der Wolf, das ist etwas so, ich könnte dir jetzt nicht die Melodie von Peter und der Wolf sagen, also beziehungsweise von den einzelnen Charakteren, aber wenn ich sie hören würde, könnte ich dir genau sagen, wer davon was ist. Das ist irgendwas, was hat sich so eingebrannt. Das ist irgendwie Kindheit, Ich das, hatte keine neulich Ahnung. einen Ohrwurm von einer von den Melodien, aber ich weiß nicht, ob es Peter war oder der Wolf. Das ist auch so was Deutsches, Das ne? ist so dummer Shorts-Content. Ja, das ist das. Davon hatte ich neulich einen random Ohrwurm. Das ist ein guter Ohrwurm. Das ist noch ein Das ist schöne ein schöner Melodie. Ohrwurm, ja. Würde ich mir tatsächlich auch als Klingelton nehmen. Weißt du was? Das ist vielleicht sogar besser. Wollte ich nicht öffnen. Das ist vielleicht sogar besser als mein aktueller Klingelton. Weil ich habe den Standard-Klingelton drin. Oh, das ist Ich sehr muss eigentlich mal. unpersonell. Ja, Personal, ich habe Personal, den was? Standard-Wecker drin, obwohl ich jeden Tag Unpersönlich. mindestens einen Wecker gestellt habe. Ich habe den Standard-Klingelton drin. Ich habe das Handy überhaupt nicht für mich eingerichtet. Oh. In den Ich habe zwei oder drei das. Jahren, die ich Ich habe jetzt dem habe. das Mandalorian-Theme als Klingelton. Das ist sehr schön. Hört sich sehr mächtig an, wenn ich angerufen werde. Der mächtige Adler. Der Mandalorianer, jawohl. Deswegen hört sich auch so mächtig an. Ja, genau.
Eigentlich müsste ich das als meinen Klingelton, so als zusammengehörende Klingeltöne machen. Aber das wäre lustig, so dein Klingelton ist einfach, du stehst da irgendwo und es dröhnt einfach der ja, mächtige Adler. Adler. Dieses Adlergeräusch. Ja. Wäre schon wichtig. Es wäre wichtig. Es wäre auch richtig. Ich weiß nicht, ob du noch Großthemen hast, ansonsten würde ich zum Hauptthema für heute kommen. Und zwar möchte ich reden über Hype in 2023, unsere jährliche Tradition. Oh ja. Auf was freuen wir uns dieses Jahr? Was macht uns dieses Jahr ein bisschen schöner? Auf was sind wir also richtig fett geil gehypt, wie die Jugend sagt? Ich würde mal den Anfang machen. Content-technisch bin ich sehr gehypt auf Sons of the Forest, Ableger von The Forest. Habe ich sehr Bock drauf, das zu zocken. Auf jeden Fall Ant-Man kam ja jetzt auch in die Kinos, beziehungsweise kommt in die Kinos. Ich bin überhaupt nicht up-to-date, fällt mir gerade auf. Habe ich auch Lust, mir den anzugucken, auf jeden Fall. Also content-technisch ist dies ja big. Das ist, glaube ich, der erste Marvel-Film seit längerem, der mich interessiert. Ja, same. Mit Film kenne ich mich gar nicht so sehr aus. Bei Filmen habe ich halt immer keine Ahnung, was kommt. Und ich muss einfach ein bisschen mich überraschen lassen. Was dieses Jahr kommt, ist hoffentlich Content auf deinem Kanal, auf King of Raccoons. Darauf freue ich mich sehr, mit dir ein bisschen Content zu machen. Wir sollten auch demnächst nochmal das One-Armed-Cook-Video aufnehmen. Ein hochqualitatives Spiel. Ein höchstqualitatives Spiel. Sehr gerne drauf freuen. Ein furchtbares Spiel. Ich weiß nicht, wer dachte, es ist eine gute Idee, dieses Spiel so in dem Zustand zu veröffentlichen. Aber es ist kostenlos, also kann ich mich beschweren. Spielt's nur mit Freunden. Spielt das Spiel niemals allein. Das Wichtigste ist, ihr kriegt Bonuspunkte, wenn ihr die Mäuse immer in den Kühlschrank packt oder bratet. Oh, aber es soll dieses Jahr ein bisschen mehr auf King of Raccoons kommen. Was dieses Jahr kommt, recht bald, am 5. Februar kommt es, glaube ich, raus. Also es kann sein, dass es schon draußen ist, wenn dieses Video hochgeladen wird. Ist Wild Hearts, EAs Version von Monster Hunter. Du hast bestimmt davon noch nicht wirklich viel gehört. Nein, überhaupt nicht tatsächlich. Ich verfolge das Spiel so vage so ein bisschen. Ich werde warten bis nach Release. Um mir Reviews anzugucken, wie das Spiel sich spielt, bevor ich entscheide, ob ich mir hole. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Ich bin vorsichtig erstmal, aber ich bin eigentlich recht optimistisch. Das Spiel sieht bis jetzt ganz gut aus und einige von den Mechaniken, die es ein bisschen vom Monster Hunter unterscheiden, sehen echt gut aus. Und vor allem sieht es nicht aus, als müsste man die ganze Zeit schärfen. Wirklich, wenn es eine Monster Hunter Mechanik geben würde, die ich eliminieren würde. Schärfen, das Schärfen. Schärfen. Also gerade jetzt im Monster Hunter Rise, wo man auf den Hunden schärfen kann, juckt mich das Schärfen eigentlich überhaupt nicht. Im Monster Hunter Rise stört es mich noch mehr, weil im Monster Hunter Rise hast du so viel weniger Schärfe am Anfang des Spiels. Ja, okay. Du startest das Spiel mit Waffen mit gelber Schärfe. Das war in Monster Hunter World halt nicht der Fall. Das pisst mich so an. Monster Hunter Rise ist ein Spiel, das hat mich enttäuscht. Oh, ich habe in letzter Zeit generell so zockenmäßig habe ich eigentlich jetzt sehr viel Valorant gespielt in letzter Zeit und mehr Assassin's Creed Origins, auch sehr extrem viel. Des Weiteren hatte ich mir jetzt auch The Witcher 3 und Assassin's Creed Unity geholt, das werde ich demnächst mal anzocken. Oh, da bin ich auch sehr hyped. Von Assassin's Creed kommt ja auch dieses Jahr ein neues Spiel, Assassin's Creed Mirage. Oh, stimmt. Darauf freue ich mich tatsächlich. Also ich warte natürlich noch, bis so erstes Gameplay rauskommt von Ubisoft, aber ganz ehrlich, so von dem Setting her und davon, dass sie sagen, sie möchten ein bisschen zurückkehren zu den älteren Titeln, die sehr, sehr viel Bock machen tatsächlich. Assassin's Creed macht mir sehr viel Spaß tatsächlich. Ich freue mich auf das Spiel. Assassin's Creed ist halt auch was Entspanntes so. Assassin's Creed kannst du halt auch überall zocken, so. Es ist halt offline, du kannst immer irgendwas tun, es macht Spaß, es ist einfach cool, du kannst einfach chillen in dem Spiel. Ich freue mich, ich hoffe, das Spiel wird gut. Ich hoffe wirklich, das Spiel wird gut. Weil ich hätte richtig Lust auf ein gutes Assassin's Creed, das ein bisschen mehr sich anlehnt an die alten Spiele. Assassin's Creed 2, ich weiß nicht, ob du es mittlerweile gespielt hast. Ist nicht durch, aber ich immer noch spielen, große Empfehlung. Also ist meiner Meinung nach der beste Assassin's Creed Teil, den es gibt von allen. Es ist auf jeden Fall ein extrem gutes Spiel. Es macht so viel Bock, das Spiel. Es ist nicht real. Ja. Was auch sehr, sehr bald kommt, ist ein neues Spiel von den Leuten, die Rivals gemacht haben. Oh. Nämlich Dungeons of Ether, kommt am 28. Februar, also auch eventuell draußen. Ich habe das Gefühl, ich sehr lang brauche, um das Video zu bearbeiten. Die Macher von Rivals sind so ähnlich wie hier die wie Supercell, so Clash Royale, Clash of Clans. So, so ein bisschen, aber wir wollen da irgendwie ein Universum aufbauen. Dungeons of Ether sieht sehr, sehr gut aus. Was ist das für ein Spiel? Roguelike wie Dungeon Crawler, aber ich freue mich auf das Spiel. Es sollte schon letztes Jahr rauskommen, es wurde dann im Oktober verschoben auf eben diesen Februar. Ich habe richtig Bock, das Spiel endlich zu spielen. Es soll auch nicht teuer werden, es soll so 15 Euro kosten. Oh. Und das ist ein extrem guter Preis.
Wo wir gerade bei Spielen sind, beziehungsweise in Richtung Steam gehen, ich würde mich ganz kurz über das Steam Deck unterhalten, weil ich bin mittlerweile so fast schon bei dem Punkt angelangt, wo ich sage, hey, ich ziehe es in Erwägung, mir mal ein Steam Deck zuzulegen. Ich meine, die Teile sind relativ teuer, aber ich glaube, das ist eine gute Investition, gerade wenn man so verreist oder so, mal irgendwas zu zocken. Assassin's Creed oder so könnte extrem Bock machen. Es könnte, aber für mich lohnt sich's halt nicht wirklich, persönlich, finde ich. Also, aber meiner Meinung nach ist das Steam Deck auf jeden Fall die viel bessere Alternative zur Switch, Es ist auf also. jeden Fall wichtig, dass es die Switch so ein bisschen, dass der Switch so ein bisschen ein Stück vom Markt wegnimmt als so Konsole, die man mitnehmen kann. Ja. Weil den Markt hat ja Nintendo seit die PS, Vita nicht mehr so aktiv supported wird, relativ dominiert. Wobei die PS Vita auch extrem viele gute Spiele hat. Okay, jetzt nochmal Thema Konsole. Hast du mitgekriegt, dass Xbox einen Walkman rausgebracht hat letztens? Ja, Sony hat einen Walkman rausgebracht. Nee, Nee, Xbox. Sony, ja, Xbox. Aber Microsoft. ist es. Ja, du, der Das Recht ist war gar nicht so Sony. bizarr. Sony wäre ja noch normal gewesen. Ja, aber Xbox einfach. Einfach ein Walkman. Ist es ein richtiger Walkman oder ist es ein Es ist moderner ein Walkman? richtiger Walkman, es ist ein richtiger alter Walkman und hat richtige Shit-Soundqualität. Das finde ich halt so krass, diesen Elan, den Xbox und sein Marketing steckt von diesen ganzen Community-Produkten, ist schon extrem cool, muss ich sagen. Das ist wirklich einfach, es ist nichts, was man sich kauft, so wenn man jetzt hochwertig gute Musik hören will, sondern es ist einfach was, was man aus Gag besitzt. Aber Das so ist mal cool. apropos, ach, wie der Xbox Fridge. So, ja, genau wie der Xbox Switch. Es ist etwas, was funktioniert, was super ist, aber was man überhaupt nicht Gab's nicht auch braucht. eine Xbox, eine Gucci Xbox? Irgendeine Konsole hat mit Gucci eine Es gab auch Kollaboration mal gemacht. eine Xbox Mandala Box. Da war einfach wirklich ein Kissen drin mit einem Mandala drauf, was du ausmalen kannst mit Textilstiften. Von Xbox. Aber so mal zum Thema Konsolen. Ist dir mal aufgefallen, dass die Switch dieses Jahr 6 Jahre alt wird? Das ist mir. Na okay, es gibt aber schon viele Nachfolger von der Switch. Also ja, true, die Switch gibt's auch schon relativ lange jetzt, ja. Weißt du, wenn es mir aufgefallen ist, ich habe einen Mario Odyssey Speedrunner geguckt und mir ist aufgefallen, das Spiel ist schon 5 Jahre alt. Es sieht nicht so aus, als wäre es 5 Jahre alt. Und das ist halt so der Vorteil an so der aktuellen Generation. Es altert, die Spiele altern nicht so schnell. Ja. Weil es sieht halt einfach jetzt alles gut aus. Auf was freue ich mich sonst noch dieses Jahr? Ich freue mich auf den Zusammenbruch des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth Nations. Was? Dazu folgender Hintergrund. Nummer 1, die Queen ist tot. Nummer 2, die Schotten sind eben ziemlich pissig auf die Engländer und wollen schon länger eigentlich raus. Und demnächst wird, glaube ich, ihr nächstes Referendum gehalten, dass sie nochmal abstimmen, ob sie raus können. Also wollen, ob sie raus wollen, ob sie können, ist dann letztendlich, glaube ich, trotzdem die Sache von den Leuten in London. Aber die Schotten sind pissig. Die Leute in Wales wollten einen Gesetzesentwurf, den man in Schottland vorgebracht hat, auch nehmen. Und das fand England bei beiden gar nicht so gut. Und jetzt sind sowohl die Leute in Wales als auch die Leute in Schottland pissig. Und ich glaube, die Nordiren, die hätten auch nicht viel dagegen, wenn sie wieder zu Irland gehören würden. Ich wäre großer Fan davon, ohne Reisebeschränkungen nach Schottland reisen zu können. Das wäre wirklich wild. Ich will Dudelsack spielen. Schottland ist halt einfach ein schönes Land. Die Schotten Ja, sind cool. Schotten sind coole Leute. das stimmt. Irland, Schottland, extrem geil. Was steht noch auf meiner Liste? Ich freue mich auf die zweite Staffel Jujutsu Kaisen. Von dem Anime hatte ich dir erzählt, als wir uns über Anime unterhalten Ist das haben der vor einem Kettensägenkopf? halben Jahr. Nee, ist nicht der Kettensägenkopf. Schade. Aber davon kommt dieses Jahr, glaube ich, auch eine zweite Staffel. Aber von Jujutsu Kaisen kommt dieses Jahr eine zweite Staffel. Extrem guter Anime. Ich Ich freue hatte mich richtig drauf. letztens auch einen Tweet gesehen auf Twitter. 2025 wird eine Fortsetzung von Avatar Herr der Elemente kommen. Mit Aang und Dings, Katara und alles, aber halt als Erwachsene. Es ist extrem cool. Es Es ist sieht cool, sie bringen ja super jetzt auch, aus. sie wollen jetzt auch dieses Jahr, nächstes Jahr Filme rausbringen. Ja. Avatar Herr der Animierte Filme Elemente. zu verschiedenen Ja. Figuren. Avatar ist einfach Favorite-Serie. Also wirklich, das Es ist ist so eine insane gute gute Serie. Serie. Ja. Es ist so krass. Es ist halt auch, die Serie ist mittlerweile über 16 Jahre alt. Und mittlerweile hat sie, glaube ich, also sie hat, glaube ich, nicht James Camerons Avatar überstiegen in Bekanntheit, aber so ganz ehrlich, ich finde es witzig, dass sie damals Avatar von Avatar auf Avatar The Last Airbender umnennen mussten, wegen den Copyright-Problemen mit dem Film Avatar. Und dass jetzt aber James Cameron sich entschieden hat, komm, wir machen Avatar The Way of Water und der nächste hat irgendwas mit Feuer zu tun. Und dann kommt wahrscheinlich einer, der heißt Avatar Im Boden. im Boden. Das ist der englische Titel. Avatar im Boden.
Oh, was auch dies Jahr noch kommen wird, ist eine neue Staffel Baki, auf die ich mich sehr freue. Baki habe ich die letzten Monate extrem viel geschaut, durchgeschaut. Weißt du, auf was ich mich noch freue, was mir gerade so eingefallen ist? Auf so neue Kurzzeithobbys, die ich dieses Jahr mal kurz aufnehmen werde für so 2, 3 Wochen und dann nicht wirklich wieder anpacken. Oh ja. Dieses Jahr kommt eventuell ein neues Album von I Don't Know How But They Found Me. Sehr, sehr gute Band. Habe ich noch nie von gehört, bin ich ehrlich. Das überrascht mich wenig, relativ unbekannt. Aber das letzte Album war 2020 und die Deluxe-Version 2021. Also würde ich sagen, es ist wahrscheinlich, dass dieses Jahr was Neues kommt und ich freue mich. Wir machen gute Musik. Sonst musikalisch ist mir tatsächlich nicht viel eingefallen. Ich habe wirklich aktiv überlegt, weil ich versuche immer so ein paar Musikempfehlungen zu geben in diesem Thema. Aber es ist mir nicht viel eingefallen. Will Wood hat erstmal zumindest eine längere Musikpause, wenn er nicht sogar seine Musikkarriere komplett einen Schlussstrich setzt. Sonst die anderen Bands, die ich kenne, die haben. Eine Band hat letztes Jahr erst ein Album rausgebracht. Was aber dieses Jahr noch kommt, ist zumindest Neuigkeiten über Project L, das Fighting Game, was Riot Games macht. Wenn nicht sogar Boah, das Spiel Ende des Jahres da habe ich rauskommt. richtig Lust drauf, weil prinzipiell Riot Games ist halt wirklich. League of Legends habe ich einmal angefasst und es hat mir absolut keinen Spaß gemacht. Valorant nicht so mäßig gut, aber dafür, dass wir halt früher sehr viele, also du immer noch und ich früher am Anfang sehr viele Fighting Games gezockt haben, würde ich sagen, dass mir das, dass ich da vielleicht eine Chance habe, gut zu werden in einem Was mich Valorant-Fighting halt, Game. was, naja, League of Legends, aber League was of mich halt an Legends. League am meisten interessiert, sind die Charaktere. Und was mich von League am meisten abhält, ist, dass es League of Legends ist. Wenn es Was? also ein Spiel gibt, in dem ich League-Charaktere aktiv direkt Boah, ich spielen hätte aber kann, Lust, dass die da wirklich so irgendwie als Update da auch mal einen Valorant-Charakter reinbringen. Das wäre ich cool. bezweifle aber, dass sie es machen. Vielleicht irgendein Skin oder so. Ein Kostüm. Wie Capcom, die in Street Fighter 5 ja verschiedene Kostüme eingebracht haben, zum Ja. Beispiel Mega Man Ryu, weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Das, Oh, das kommt auch noch dieses Jahr, Street Fighter 6. Ja? Ja. Lol. Im Juni, glaube ich. Weißt du, was dieses Jahr kommt, was mir gerade eingefallen ist? Capcom bringt dieses Jahr eine neue IP raus. Ein neues Spiel, ohne zu einer existierenden Serie zu gehören. Nämlich Exo Primal. In dem es. Oh, ich muss dir das eigentlich zeigen. Das kann ich dir nicht erklären. Das muss ich dir zeigen. Es gibt halt Das so ist Zukunft der Portal. Es gibt Dinosaurier. Portale in der Raumzeit, durch die Dinosaurier auf die Erde fallen. Okay, Dino-Regen. Und es gibt so diese das Exosuits. erinnert mich mehr an so Doom, irgendwie so ein bisschen, so ist der Doomslayer und der fightet halt keine Dämonen, sondern Red Panther. Dinosaurier. Aber du kannst es halt auch im Multiplayer spielen. Eigentlich hätte ich Bock, wenn das Spiel tatsächlich dann gut ist, dass wir das vielleicht auch mal zocken. Oh ja, das sieht interessant aus auf jeden Fall. Die Dinos, Junge, sie Die fallen da fallen einfach einfach auf die raus. Erde. Das sind brennende Dinosaurier, what the Und dann fuck? kommen die Dudes in ihren Dino-Anzügen und dann machen die die Dinos platt. Capcom Presents Dino Hunter. Es sieht auf jeden Fall wild aus, das Spiel. Ja, ist auf jeden Fall. Oh, den werde Es ich könnte spielen. halt sein wie Anthem, aber Ich besser. liebe Shooter, wo du auch ein Schwert hast. Sieht wild aus, sieht sehr, sehr wild Es aus. sieht. Es könnte gut sein. Es könnte durchaus gut sein, ja. Es ist aber auch so ein komisch. Also bei Es solchen ist so ein Spielen, komisches Konzept, bei ja. solchen Spielen, bei sowas, genauso wie bei Rocket League, was denken sich die Leute dabei? So bei dem Spiel, so, wer dachte sich, es ist cool, so lass mal schwarze Löcher mit Dinosauriern in der Zukunft machen. Oder bei Rocket League, lass mal Fußball mit Autos spielen. Das ist sehr Ich bizarr. denke, Rocket League ist aber eher so entstanden, dass jemand zu Hause saß, überlegt hat, ach, was könnte ich denn für ein neues Konzept machen und hat gesehen, wie sein Kind mit einem Auto spielt und so einen kleinen Tischfußball oder so hin und her klickt und dachte Wahrscheinlich, ja. sich, oh, das könnte ich machen. Ja. Oh, von was weiß ich noch? Es kommen eine Menge Spiele dieses Jahr, von denen ich weiß, aber mir fällt gerade natürlich wie immer nichts ein. Oh ja, was dieses Jahr kommen könnte, eventuell, ein Spiel von den gleichen Leuten, die Lethal League gemacht haben, auch ein sehr gutes Spiel. Cyberpunk. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich denke, es wird auch gut, aber ich weiß halt nicht, ob es dieses Jahr schon kommt oder ob es erst Oh, es sieht lustig aus. nächstes Jahr kommt. Es hat irgendwas von Tony Hawk Pro Skater 2 Es oder so ein ist Scheiß. inspiriert von Jet Set Radio. Mal gucken, was es so gibt. Oh, Hogwarts Legacy ist Und Jedi etwas. Survivor soll dieses Jahr kommen. Ja, da bin ich auch sehr Boah, bin drauf ich richtig gehypt. gehypt. Also, Jedi Fallen Order waren extrem geiles Spiel und Jedi Survivor wird wahrscheinlich auch wieder extrem geil. Ja, Hogwarts Legacy, ich bin jetzt nicht so der Harry Potter-Fan, aber da sind auch sehr viele Leute drauf gehypt. Das Spiel sieht auch richtig, richtig gut aus. Was dieses Jahr kommen könnte, ist She Dreams Elsewhere. Das habe ich schon die letzten 2 Jahre erwähnt, dass es kommt. Vielleicht kommt es dieses Jahr tatsächlich, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich möchte keine Versprechen machen. Ja, mir fällt sonst nichts ein, was dieses Jahr rauskommt, was ich mich freue.
Aber ich denke, ich werde dieses Jahr oft überrascht werden noch von Sachen, auf die ich mich höchstwahrscheinlich freue und was noch rauskommt. ja. Wie halt jedes Jahr. Man weiß ja am Anfang des Jahres nicht immer direkt, was alles noch kommt. Darauf freue ich mich aber dieses Jahr tatsächlich auf ältere Spiele, die ich dieses Jahr für mich entdecke. Das habe ich mir so gedacht, als ich zu dir hierher gelaufen bin. Weil so Anfang des Jahres habe ich ja jetzt Dota für mich entdeckt. Letztes Jahr habe ich die älteren Assassin's Creed-Spiele so ein bisschen für mich entdeckt. Dieses Jahr spiele ich vielleicht mal Dishonored oder Dark Souls oder so. Ich glaube, das sind alles Sachen, auf die ich mich dieses Jahr freue, tatsächlich. Ja, same. Oh, weißt du, was ich neulich total für mich entdeckt habe, also was so jetzt meine aktuelle Obsession ist? Ich habe angefangen, mich richtig hart mit Uhren zu beschäftigen. Uhren. Mit Uhren. Wusstest du, dass es besonders zu Anfang des 20. Jahrhunderts Uhren gab, die sich gestellt haben nach der Wechselrate der Netzspannung? Scheiße. Sogenannte Netz- oder Standarduhren, die also darauf basiert haben, dass 50 Mal pro Sekunde die Spannung ihre Richtung wechselt und die danach die Sekunden gemessen haben. Extrem cool, das. Auch den Unterschied zwischen Großuhr und Großuhr. Was lustig wäre, wenn es so Sand-Handuhren gibt. So, du hast einfach so eine Sanduhr an deinem Handgelenk und machst einfach diesen dann. Oder genauso mit einer Taschenuhr, keine Ahnung, irgendwie das ist. Es wäre schon lustig, wenn du so deine Taschenuhr rausholst, ist so aufgeklappt und hast einfach eine Sanduhr drin, So das eine riecht so Sanduhr, der das ist aber schon Alarmdeutsch. was Feines eigentlich. Sanduhr sind Ich habe neulich cool, drüber nachgedacht, wir haben zu Silvester, also nicht mehr neulich mittlerweile, aber wir haben zu Silvester Tabu gespielt. Wir haben so ein großes Tabu, 4-in-1 Tabu. Du hast ja auch bei Tabu einen Timer und wir haben so eine kleine Sanduhr da drin. Und ich habe drüber nachgedacht, wie cool so eine fancy Sanduhr eigentlich ist. Oh, Weil die war ja nur so eine Plastik-Sanduhr. ich bräuchte vielleicht mal so eine Backfisch-Sanduhr, so eine 20-Minuten-Sanduhr, die ich einfach drehe und dann weiß ich, dass mein Backfisch gut ist. Das wäre sehr super. Das ist eine Idee, die mir gekommen ist. Eine Uhr mit normal 12 Ziffernblättern, aber nach 12 Stunden schaltet sie automatisch mechanisch die Ziffern um, sodass sie dann von quasi 12 bis 0 Uhr geht und nicht von 0 bis 12. Ja, das hört sich schön, das hört sich interessant an. Sag mal, steht das eigentlich noch, dass dein Karrierewunsch ist, Glasaugenmacher zu werden? Das war kein direkter Karrierewunsch, aber es wäre eine Option. Ich habe Aber davon noch dann müsste ich nicht. halt nach Lauschatz. Ich habe davon noch nicht jemandem erzählt. Es ist auf jeden Fall, es Es ist ist, machen eine extrem wenige interessante Leute, es Karriere. ist ein extrem gut bezahlter Job, aber du machst leider 7 Jahre Ausbildung. Das ist sehr doof. Ja, aber stell dir mal vor, du machst so ein viereckiges Auge aus Versehen. Das geht auch nicht. Viereckiges Auge. Du musst es ja auf die genauen Maße von den Oh, Kunden ich hab. abpassen. Stimmt, ich krieg jetzt immer so Content von so einem Dude vorgeschlagen, der nur ein Auge hat und immer so verrückte Augenprothesen hat. Das ist Ja, den extrem kenne wild. ich. Das ist so extrem wild Aber irgendwie. es gibt so viel Content von Leuten, die Prothesen haben, so vor allem Ja. von Leuten, die Beinprothesen haben oder so. Die erzählen immer Ja, so ja. Stories, was die damit so alles machen für Scheiß. Oder so ein Typ, der so eine Handprothese hat und dann irgendwie sich Hände 3D druckt, so verschiedene, so. Ja, sowas ist extrem cool. Ja. So ganz ehrlich, wenn man so eine Prothese hat und dann die Fähigkeit hat, sowas Cooles draus zu machen, das respektiere ich extrem. Ja, da muss man aber auch extrem positiv denken können. Also. Ich muss das alles noch weiter recherchieren. Ich muss verstehen, wie Uhren funktionieren und dann baue ich mir eine Uhr. Viel Spaß dabei. Wahrscheinlich nicht wirklich, aber es wäre cool. Gut, ich habe keine weiteren Themen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir haben gut Progress gemacht. Wird wieder eine handliche Folge. Cool, eine handliche Folge. Eine handliche Folge, so zum Mitnehmen, weißt du, so, die kannst du so in die Tasche stecken und überall so hören, wenn du Wie eine willst. So. Taschenuhr. Ja, genau, eine Taschenfolge. Eine Taschenfolge. Genau. Dann habt ihr es geschafft, meine Damen und Herren. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da. Bitte hört ausschließlich die neuen Folgen, da mich jedes Mal, wenn ich auf den Podcast angesprochen werde, mir Leute sagen, dass er Trash-Qualität hat. Das stimmt nicht. Guckt die neuen Folgen. Oh, und mit dem neuen Mikro jetzt wird die Qualität noch wilder. Auf jeden Fall. Und die neuen Folgen noch besser als die alten. Und dann werden Leute die mittelalten Folgen hören und sagen, wow, die Qualität ist wirklich Müll im Vergleich zu den neuen. Dann werden wir sagen, ja, Na, es gibt neue das Folgen. hat's auch extrem viel Geld gekostet, dass wir niemals zurückkriegen. Genau. Investition. Der Podcast ist teuer. Ich weiß ja nicht, wie viel das dein Mikrostand und so alles gekostet haben, aber wir sind bestimmt mittlerweile mehrere hundert Euro im Minus für den Podcast. Ja, das stimmt. Aber naja, es macht Fun. Ich meine, ob wir jetzt damit Geld verdienen oder nicht, es ist im Prinzip nur ein Hobby, also von Ja, daher. aber ich würde schon gerne mit meinem Hobby Geld verdienen. So, ich weiß nicht, es muss nicht viel sein, ich muss nicht davon leben können, aber so ein So bisschen eine Geld. Prämie, so mal so nur so dieses Gefühl zu haben, ja, stimmt, ist schon nice. Damit, das war das Abschlussstatement. Abonnieren, liken nicht vergessen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.